Moin, liebe Do-it-yourselfer und Selbstausbaufans. Träumt ihr davon, mal so einen Wagen zum Camper auszubauen? Dann gibt's frische Lektüre. Abenteuer Selbstausbau, Basiswissen, das kennt ihr vielleicht schon. Jetzt haben wir Teil 2, Abenteuer Selbstausbau, Fachwissen. Da geht's ein bisschen tiefer in die Materie. Wir schauen mal eben rein, was es da alles zu lesen gibt. Ja. 200 Seiten hat das Buch, ist wieder ein Querformat, also genau dasselbe Format wie Teil 1. Und was haben wir alles so rein? Ich schaue mal hier ins Inhaltsverzeichnis. Wir haben es genannt, erst die Basis, dann der Aufbau. Sprich, wir kümmern uns im ersten Teil des Buches erstmal um das Fahrzeug an sich, dass man es eventuell instand setzen muss, ein bisschen aufpeppen muss. Und dann gehen wir in den Innenraum. Wir haben dabei Schutz vor Schall und Rost, also wie dämme ich das Fahrzeug so, dass der Motor und das Getriebe vielleicht nicht mehr so laut ist. Gerade bei alten Autos ist das ja Thema. Aber auch, wie mache ich einen richtigen Rostschutz, dass das Auto auch lange hält. Wir reden über Fahrwerke und Räder, gerade für die 4x4-Gemeinde, natürlich ein spannender Bereich. Wir reden auch darüber, wie man alte Fahrerhäuser ein bisschen hübscher macht. Nicht jeder hat ja so ein modernes Auto oder vergleichsweise modernes Auto wie hier dieser T4. Manche schwören vielleicht auch noch mal auf ein bisschen was Älteres. Wir reden darüber, wie man Türen einbaut in Kabinen. Wir haben das Thema Sitzbank und Gurtböcke ausreichend beleuchtet. Also wie kann ich zusätzliche Sitzplätze schaffen und die auch eingetragen bekommen. Wir haben drin das Thema Kaminofen. Das ist ja für viele ganz spannendes Thema, mit dem Holzofen zu heizen im Camper. Aber ist auch nicht ganz ohne. Da findet hier passende Inhalte zu. Wir reden über Bodenbelege und Gas, nämlich wie kann ich so viel Gas mitnehmen, dass ich damit auf längere Reisen auch heizen kann. Also das Thema Gastank werden wir beleuchten. Und wir reden über die Bordelektrik ein bisschen, über das Aufstellen von Solarmodulen, über Energiealternativen. Das alles findet ihr hier in dem Buch. Kostet 28 Euro. Ihr könnt auch das Dreier-Set bestellen, denn die Ankündigung, wir arbeiten natürlich auch schon an Teil 3. Abenteuer Selbstausbau. Expertenwissen, das erscheint rechtzeitig zum Caravansalon und dann solltet ihr eigentlich gut versorgt sein, um kleine wie große Projekte gut umzusetzen. Ich wünsche viel Spaß dabei.